Also bei uns ist jetzt die Bundesumweltministerin gerade aus den Verhandlungen rausgekommen, auf dem Weg ins Plenum. Frau Schulze, ist es jetzt zu Ende? Hat es geklappt? Ich hoffe sehr. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wir gehen jetzt gleich ins Plenum und zu Ende ist erst, wenn es zu Ende ist, wenn wirklich der Hammer gefallen ist und alle Entscheidungen da waren. Was hier gelingen kann, und ich bin immer noch zuversichtlich, ist, dass wir, was wir in Paris angefangen haben, uns Ziele zu setzen, hier in Regeln jetzt umsetzen für die gesamte Welt. Das ist schon ein enormer Erfolg. Deswegen gehe ich mit Optimismus jetzt in den Saal zurück und hoffe darauf. Sie, das könnte jetzt noch kippen? Weil nein, Sie sind ja jetzt seit 14 Tagen verhandeln Sie ja. Nein, aber man weiß es immer erst, wenn es wirklich dann auch im Plenum durch ist. Und deswegen nicht zu früh freuen. Erstmal jetzt gleich gucken, ob der Hammer, hier gibt es wirklich am Ende einen Hammer, der fällt, ob der dann auch wirklich fällt. Und dann können wir uns alle gemeinsam freuen. Die paar Minuten brauchen wir jetzt aber noch. Aber Sie sagen uns jetzt kurz, woran hat es gehakt? Wo waren die Stolpersteine? Das Schwierige war, das für die gesamte Welt vergleichbar zu machen. Wir haben gesagt, welche Ziele wir haben, was wir erreichen wollen. Aber für alle jetzt die gleichen Maßstäbe zu finden, wie man das jetzt auch festhält. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Wir Industrieländer haben natürlich Daten, Fakten darüber, wie bei uns der CO2-Ausstoß ist. Wir haben aber Länder, da sind die jüngsten Zahlen über 10 Jahre alt. Also wie etabliert man jetzt neue Erfassungssysteme? Wie macht man das miteinander vergleichbar? Das war hier sehr schwierig. Sehr komplex und sehr kompliziert. Ich glaube aber, dass wir jetzt ganz gute Ergebnisse hier gefunden haben. Das heißt, wir haben jetzt am Ende des Tages heute die 100 Seiten, die jeder mit nach Hause nehmen kann. Ja, es sind sogar etwas mehr und wirklich die Regeln. Wir haben vorher gesagt, was wir wollen und jetzt haben wir die Regeln. Also das, wie wir das genau tun. Ich danke Ihnen und noch viel Erfolg. Dankeschön.